Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Adventurecraft. Heute Abend gegen 19 Uhr gibt es wieder einen Livestream auf Twitch. Wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut vorbei. Link dazu in der Videobeschreibung. Dieses Video kommt relativ spät. Kann sein, dass ihr jetzt, wenn ihr das schon seht, der Stream auch schon läuft. Ja, ihr wisst Bescheid. Ich bin bereits wahrscheinlich schon online. Also die zweite Folge von heute. Erst war ein bisschen unproduktiv. Wir werden jetzt heute in diesem Video Full Netherite farmen und auch noch maximal enchanten. Also, das beste Minecraft-Equipment, also wie in dem OP-Guide, den ich gemacht habe, werden wir uns jetzt in Survival erfarmen. Und ich denke, wir kriegen auch echt gut hin. Deswegen bleibt dran. Falls ihr neu seid, mich noch nicht kennt, würde mich freuen, wenn ihr nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren. Denn dann alle weiteren Folgen bei euch in der Abo-Box. Würde mich freuen, wenn ihr dran denkt. Hilft mir extremst. Und was mir auch extremst hilft, wäre ein Like für den YouTube-Algorithmus auf das Video. Da wird das Video häufiger vorgeschlagen und das ist auch super lieb, wenn ihr dran denkt. Vielen, vielen Dank. Ja, was man mit einer vollen OP-Rüstung machen kann, seht ihr auch in meinem Guide, wie wird man OP in Minecraft, habe ich auch kürzlich hochgeladen. Und das gönnen wir uns jetzt hier in Survival, also selbst holen und dann sind wir wirklich knallhart drauf. Ja, hier in dieser Welt bin ich unbesiegbar, aber in anderen Welten, Nether End und so nicht. Deswegen ist das vielleicht nicht verkehrt, wir müssen auch hier die fette OP-Rüstung holen und dann, ja, denken wir los mit bauen. Leute, let's go mit dem Video. Viel Spaß. Ist auch nicht ganz so selten zum Glück. Oh, was habe ich denn hier, Leute? Das erste oder die ersten Ancient Debris. Und zwar per Zufall, als ich einfach nur gerade einen Tunnel gemeint habe, wo ich dann gleich noch wegsprengen werde. Läuft. Ja, die nehme ich einfach mal mit direkt. Und direkt zwei Stück Hidden in the Depths. Und ich muss mal ganz kurz gucken, ob nicht so zufällig irgendwo ein weiteres hier ist. Nee, sieht nicht so aus. Ja, dann nehme ich hier mal ein bisschen Blackstone mit, weil das wird mich jetzt gleich unser Blastschutz. Ich brauche pro Bett, was ich sprenge, drei Steine. Und das heißt, da sollte ich auch erstmal ein kleines bisschen hier, glaube ich, sammeln gehen. Dann haben wir die nächsten beiden Ancient Debris, sogar ohne zu sprengen. Finde ich gut. Das heißt, das erste Netherite haben wir. Eins von sechs Netherite haben wir fertig, tatsächlich. Und das ist echt strong. Dann werfe ich das mal hier rein. Golderz kann raus. Gold, Quarz und solche Sachen. Vielleicht auch ein bisschen Blackstone, ne? Zum Bauen dann irgendwann mal. Oder. Ja, geht schon. So, dann gehen wir wieder weiter. So Leute, Sie sehen einen professionellen Sprengmeister bei der Arbeit. Heute fliegt alles weg. Das hat gerade perfekt gepasst. Wir sind fertig und dann, ja, heißt es, let's go. Ich habe eine komplette Sprengserie vorbereitet. Und 3, 2, 1, kaboom. So, wie Sie sehen, wir sind nicht nach unten gefallen, sondern können jetzt einfach nur durch die Gegend laufen und kaboom machen. Hier ist überall Nixe natürlich. Eigentlich brauche ich noch ein bisschen mehr Netherrack, damit ich mich hier durchgraben kann. Das mache ich jetzt auch mal ganz fix. Und jetzt brauche ich mich hier zur Seite weiter und dann kommt wieder kaboom. Was? Feuer haben wir natürlich wieder. Nope. Nächste Seite. Nope. Sieht nicht so aus. Dann geht's weiter zu den nächsten Betten. Und wieder kaboom. Kaboom, kaboom, kaboom. Nope. Ich habe gesagt, ich werde hier vielleicht 5 Netherite finden. Weil ich mit dieser kompletten Sprengreihe durch bin. Und das wird sich ein bisschen länger hinziehen. Nur so meine Einschätzung gewesen, aber. Kaboom. Haben wir noch was? Nope. Nope. Und das wird sich wahrscheinlich auch noch so weiter fortführen. Ich habe immer kein Glück beim Netherite. Das dauert immer ewig. So. Kaboom. Und. Nope. Auf dieser Seite. Kaboom. Nope. Nope. Einfach nur nope, nope, nope. Muss aber langsam was finden hier sonst. Nope. Ich habe eins was gefunden, aber das blaues Feuer. That's it. Sieht gerade nicht gut aus, Leute, ne? Sieht gerade echt nicht gut aus. Nächster Versuch. Nö. Nö. Leute, Hilfe. Nächster Versuch. Nö. Aha. Eins. Eins? Ein einziges.
Hinten machen wir auch mal auf. Hier ist aber nichts mehr. Wow. Einfach nur wow. Ich bin geflasht. Ein einziges Ancient Debris. Also hoffentlich gleich habe ich keine Betten mehr hinten. Nix. Nix. Ja, da hinten ist noch eins. Ein weiteres. Wow. Da sehe ich mich arg enttäuschend dennoch. So. Okay, zwei. Ah, jetzt. Hoffnung steigt wieder. Aber ich bin jetzt, glaube ich, gleich hinten durch, weil ich habe nicht mehr Betten gehabt. Dann wollen wir hoffen, dass das jetzt aufhört. Aha, da habe ich eins. Diesmal per Hand gefunden. Ist da noch mehr dahinter? Nein, sieht nicht so aus. Das ist die fünfte Reihe. Da ist tatsächlich was. Ah, das war hier so. Ja, weil ich hier so stand und dann noch ein Block davor ist. Okay, da ist was. Aber nichts auf dem Boden, wo Lava drauf ist. Das ist jetzt was anderes als das, was ich eben meinte. Da war dann. So, dann gab es hier vier Stück drin. Da haben wir schon 10 Stück. War ein Doppelpack. So, Leute, wir haben ein bisschen Zeug zusammengekriegt. Ich werde jetzt auch Folgendes machen. Also jetzt ist gerade nicht im Stream aufgenommen, sondern ein bisschen was hinten dran aufgenommen. Wie gesagt, ich war ja nicht so ganz so produktiv. Das heißt, exklusiv geht es hier weiter. Und zwar Folgendes. Ich habe mal das ganze Ancient Debris jetzt durchgehäckselt. Ich habe genug für eine komplette Rüstung. Wir brauchen dafür ja 16 Stück. Dann zusammen mit Gold machen wir daraus Netherite Ingots. Und das heißt, wir können 4 Sachen upgraden. Gut. Allerdings, ihr wisst Bescheid, bevor wir upgraden, brauchen wir perfekt enchantetes Equipment. Und das, muss ich sagen, habe ich bereits hinbekommen. Zeige ich euch mal ganz kurz. Und zwar, ich war am Ende dafür, war die XP-Farm von Janos extrem gut. Ich habe auch noch ein bisschen Überschuss an Items. Die kann ich hier mal raus tun. Also das weg, 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 weg. Ich zeige mal kurz, was ich gemacht habe. Zunächst mal ins Inventar. Der Helm, Aqua Affinity, Protection, Respiration und Unbreaking. Gut, Rüstung habe ich Fire Protection 4 und Unbreaking. Soweit so gut. Keine Dornen drauf. Auf der Hose habe ich Protection 4 und Unbreaking 3. Und auf den Schuhen habe ich Unbreaking 3, Protection 4, Depth Strider 3, Feather Falling 4 und Mending. Für Feather Falling habe ich ungefähr 2 Stacks oder anderthalb bis 2 Stacks Lapis Lazuli verhauen, bis ich es endlich gekriegt hatte. Ja, hat sehr lange gedauert. Das war gestern noch im Stream. Ich habe einfach noch Enchanted dann am Ende, also alles, was nach der letzten Folge war, ich war noch am Ende ein bisschen Enchanted, mir die Sachen hochgeschraubt und es war halt echt nicht spannend, irgendwann da zu stehen und XP zu sammeln, zu enchanten, Grindstone zu disenchanten, wieder zu enchanten. Übrigens, Pickaxe ist auch fertig. Die hat Unbreaking 3, Efficiency 50, Touch und Mending. Und das Schwert ist ebenfalls fertig. Hat Unbreaking 3, Sharpness, Fire Aspect, Sweeping Edge und Looting 3. So, für die Frage nach Mending, eventuell kam die jetzt gerade auf. Ja, es ist ziemlich wurscht, ob ich zuerst Mending auf die Dia-Sachen mache und dann zu Netherite upgrade oder ob ich zuerst Netherite mache und dann mit Büchern upgrade. Also, oder dann die Bücher drauf packe. Es ist, kommt am Ende aufs Gleiche raus, denke ich. So, wie sieht es denn aus? Die liegen alle da und pennen, genau. Ich muss ja beides mit Büchern machen und hilft mir der, oder Enchantment Table Forte, den habe ich ja nicht mehr. Ebenso Soul Speed für die Schuhe ist auch ein Buch, kann man nicht so kriegen, anderweitig durch Enchanting. Ja, ansonsten habe ich eigentlich alles und mit dieser Rüstung bin ich dann so ziemlich unbesiegbar, auch, ja gut, die sind sowieso unbesiegbar, allerdings auch in anderen Gegenden, denke ich mal, wird das ganz nett. Ja, und dann würde ich sagen, die Sugarcane Farm wächst einfach nicht, ich brauche auch mal Emeralds, ich muss mich da mal ranmachen. Oh, warte mal, vorhin ist auch nicht gewachsen. Hier ist noch ein Getreidefeld. Ich kann auch Getreide mit dem Villager traden. So, Abwechslung muss ich mal gucken. Also, ich werde ein bisschen Emeralds mir gönnen. Vielleicht schaffe ich es noch, alle Manning-Bücher zu holen. Wenn nicht, muss ich mal schauen. Dann upgraden wir jetzt bereits zu Netherite oder so. Die Sache ist die, ich müsste eigentlich noch ein bisschen mehr sammeln, weil ich habe jetzt nur für die Rüstung. Ja, ich würde aber gerne noch Spitzhacke und Schwert ebenfalls mit Mending bestücken, wenn ich das denn kann. Ich frage mal kurz, ob die kurz pennen können, weil ich hätte, ja, ganz gern jetzt ein bisschen Farming noch. Oh, die müssen gar nicht pennen, weil die sind wahrscheinlich im Nether. Das ist schon mal fein. Dann kann ich hier einfach so hingehen. Das ist gut. Natürlich hat das Skelett sich da hinten drauf gestellt.
gestellt und jetzt wieder kaputt gemacht hier. Pass auf, Crafting Table. Ich mache mir eine neue Hake, mache das Feld wieder richtig, pflanze alles neu an. Und dann gucke ich mal, ob ich mit dieser Pickaxe, die ich habe, noch einmal durchrenne und Dingensen mache. Nochmal eine Netherite-Farm-Tour. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Also hier können wir auf jeden Fall nochmal behaken und sowas und hier dann auch. Und dann, ja, vielleicht nochmal eine schöne Netherite-Farm-Tour. Jo Leute, ich habe dann mal eine ganze Menge noch gefahren. Sogar teilweise so, dass ich bis zu 3 Block hoch hier den kompletten Nether ausgehoben habe auf einer riesigen Fläche. Hier vorne seht ihr gerade, wie einige von den Blöcken schon despawnen. Da, wo ich hier lang gelaufen bin, seht ihr jetzt im Sekundentakt, wie die wegploppen. So blop, 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 blop. Das war vor 5 Minuten hier. Flup, 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 wieder alles ploppt hier weg. So schnell bin ich hier durchgegangen und habe das hier freigeräumt. Ja, die Fläche ist relativ riesig, die Spitzhacke ist wieder fast down, muss wieder reparieren. Ich habe jetzt zweimal diese komplette Spitzhackenhaltbarkeit verbraucht und hier dementsprechend halt eine freigebuddelt noch auf einer ziemlich riesigen Ebene Verhältnis. Ich habe mit 2 Block hoch angefangen, auf 3 Blöcke irgendwann erweitert, weil ich gedacht habe, na, was soll's, dann baue ich noch eine weitere Ebene hier ab. Und ich habe insgesamt nochmal 4 Ancient Debris gefunden, also ein weiteres Netherite. Ich kann mir jetzt also aussuchen, was ich upgrade, also das Schwert oder die Spitzhacke. Ich tendiere zur Spitzhacke tatsächlich gerade. Längere Haltbarkeit, schnellere Mining Speed und sowas, das ist eigentlich ganz nice. Und ihr seht, also hier unten hatte ich ja das erstmal in den Betten gesprengt. Das geht eine ganze Weile nach da hinten und hier an der Seite habe ich mich nochmal rumgegraben und einfach eine riesige Fläche ausgehoben, so weit, dass man teilweise gar nicht mal bis ans Ende gucken kann, weil die Render Distance dann, der Nebel sorgt halt dafür, dass das hier, ne, da hinten kann ich kaum hingucken. Also, riesige Fläche zum Gucken. Ich bin auf der Höhe 11 hier gewesen jetzt, aber naja, vielleicht kann ich auch nochmal ein bisschen tiefer buddeln und weitergraben und whatnot. Ja, jetzt wird's ernst, Leute, wir upgraden das Ding und zwar auf Netherite, komplette Rüstung plus die Spitzhacke. Und die Spitzhacke werden wir dann auch direkt wieder komplett reparieren. Das machen wir am besten im End. Das heißt, wir gehen wieder zur Enderman XP Farm. Sehr, sehr cool gemacht. Die funktioniert super gut. Und da gibt es massig XP. Seit neuestem geht es auch mit im Nether, ja, mit dieser Farm. Da gibt es auch Enderman, die massig spawnen können über der Bedrock Deck. Da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie nochmal Zugang demnächst machen. Aber, also aktuell funktioniert bei uns das End, aber für ein paar andere Farmen müssen wir noch drüber. Und dann haben Goldfarm vieles mehr. Eisenfarm steht demnächst an und so weiter und so fort. Leute, soll ich zuerst Spitzhacke reparieren, das erste upgraden? Wir upgraden mal zuerst. Dann gehen wir mal hin. Hier, einmal reinschmeißen. Und ja, die Swiping Edge Verzauberung. Schwert im Ench. Table. Genau, und dann kombiniert man das, so habe ich es gemacht. So, dann hier. Lassen wir das mal kurz durchgehen. Dann holen wir nochmal 1, 2, 3, 4. Das hier. Hier sind immer noch Schalker-Boxen von mir, die stehen rum. Ich habe hier Quarz mitgenommen. Gold mitgenommen. Das ist schon mal ganz gut. Brauche ich dann für ein paar verschiedene Sachen. So, und dann, ach so, Joe's bei der Farm. Ich müsste gleich auch mal kurz hin. Zur XP-Farm Pickaxe aufladen. Dauert eine Minute. Hoffen wir, das geht. Dann machen wir den hier. Dann Netherite Ingot. Boom, perfekt. Und dann habe ich auch den Smithing Table schon am Start und dann kann ich jetzt hier mit dem anderen Netherite direkt weitermachen. Also Schuhe, das, rein damit. Oh Leute, ist soweit. Das Upgraden tut gut. Fire Protection 4, Unbreaking 3. Bam. Schuhe mit auch allem drauf. Bam. Helm mit allem drauf. Bam. Und die Hose mit allem drauf. Bam. Und die Spitzhacke mit allem drauf. Oh, die geht sogar hoch beim Upgraden. Das ist interessant. Leute, 5 Dinge in Minecraft. Ja, dann haben wir das doch mal direkt. Upgrade. Flip. So. Jetzt muss ich echt so Joe rein. Nee! Joe! Meins aus! Ich habe hier die ganze Zeit. Ich lade die ganze Zeit die Chunks, damit das wächst.
Ich brauch die jetzt auch langsam mal. Das ist gestern den ganzen Tag. Eieiei, von mir aus. Was heißt von mir aus? Das ist meine Farm. Wie gesagt, wir scheren das. Sag doch was. Ich bin zu lieb. Ich bin zu nett. Sag doch was, ich bin kurz was testen. Left the game. Rage Squid. Eieiei. Mann. Ich bin immer zu nett, aber ich möchte auch hier Sugarcane farmen. Ich habe vorhin schon, bin ich hier rumgeeiert und habe die wachsen lassen. Mann. Er durfte gestern die ganze Zeit hier farmen. Ich brauche die jetzt aber auch langsam mal selbst. Joe, wenn du Villager brauchst und ganz, ganz dringend übertrieben viel brauchst, dann mach dir eine eigene Züchtung. Und eine eigene Farm. Ich hole mir schon selbst. So, und irgendwo ist noch ein Skelett, was uns wieder ärgert. Ja, genau. So, nehmen wir mit. Dann geben auch hier den letzten Rest. Ich fasse das nämlich auch noch gleich mit. Ich stehe dann hier, lad die Chunks. Dann war ich jetzt im Nether, hab das Zeug noch gefahren, komm wieder und jemand anders erdet es ja. Warte mal, oh, stimmt, Inventar ist auch hier wieder massig voll. Moment. Ich kann hier mal... Ach, die Items, die spawnen ja nicht so schnell zum Glück jetzt hier. Ich laufe nochmal drüber und nehme jetzt alles an Sugarcane mit hier. So, alles geerntet. Also es gibt ein kleines bisschen was. Wir brauchen einfach die Emeralds. Und ja, ich wollte mit dem Advancement kurz warten, bis ich das jetzt gleich anziehe, die Rüstung. So, nochmal ins End und alles. Ah, nee, es ist gerade dunkel. Ja, die Frage ist, ist Katze im Nether oder nicht? Wenn wir Glück haben, ist er am Nether. Schlaffi. Und dann, ja... geht's ins End, Pickaxe auffüllen und dann Full Netherite anziehen. Das mache ich, wenn die Pickaxe voll ist. Okay, perfekt. Das hat schon mal echt gut funktioniert, ab ins End. So, Leute, ich habe extra die Sounds sehr, sehr leise. Und hier sollten jetzt ganz, ganz fix XP reingehen. Schauen wir auf die Pickaxe hier drauf. Flup, 1200, 1300, 1400. Das ist angenehm, wenn man einfach nur dasteht und die Zahlen so hoch. Das ist übelst satisfying. Und die Zahlen einfach so, als ob es sich wirklich so auflädt. Und zwar am laufenden Band mit gleichbleibender Geschwindigkeit. Also begrenzt durch die Anzahl der XP, die du halt in derselben Zeit einsammelst. Das ist schon mal richtig, richtig, richtig nett. Nehmen wir mal mit hier. Komm schon weg damit. There we go. Okay, Spitzhacke ist demnach voll. So, ich muss natürlich jetzt noch ein paar andere Sachen machen. Wie gesagt, Netherite Schwert kommt dann noch. Theoretisch auch noch eine Schaufel und noch eine Axt. Und dann ist wirklich alles auf Netherite, was geht. Vielleicht sogar eine Harke noch. Nur ganz vielleicht. Braucht man im Normalfall nicht. Allerdings ist die Harke für einige andere Dinge jetzt das richtige Werkzeug. Zum Beispiel Weizenblöcke oder, ja, die Netherwarzen oder die Warped-Warzen und sowas in den Dreh. Das ist schon ganz nett. So, das Papier trade ich jetzt auch gleich mal ein für noch ein paar mehr Emeralds. Und dann kann ich mir langsam Mending besorgen, was ich dann auf die Rüstungsteile noch draufziehe. Und bei Soul Speed müssen wir mal schauen. Dann müssen wir erst Pickland-Raids machen. Da würde ich vorher auch eine Goldfarm bauen. Ansonsten packen wir als nächstes die Eisenfarm an. Ja, und mit der wird es auch noch mal interesting, würde ich sagen. So, dann fliege ich mal jetzt zurück. Einmal nach unten. Und oben wieder durchs Portal gleich durch. So, dann zum Thema Emerald Trading. Kriegen wir jetzt hier hin. Ja, ein bisschen was ist es. Warte, da gab es noch ein viertes Buch. Smite, okay. Smite war mir neu. Ich wusste mir nicht. Ich hab gar nicht. Ist er wirklich schon? Der ist auch auf Max durch. Okay, der hat nur zwei Bücher und der hat halt vier. Das ist die Sache, ne? Yep. Schaltet aber doch, er hat noch was freigeschaltet, den Nametag hier unten. Okay. Ja, und ansonsten einfach das Papier, damit er das mal wegkriegt. So, 19 hiervon. Ich habe meinen Amboss im End stehen gelassen. Einfach nur so, damit der davor war weg. Ich glaube, er hat so aufgebraucht und da stand keiner mehr da. Dann habe ich nochmal eine 9 hin platziert. Ein bisschen Eisenwärme, den ich farm. Eisenfarm kommt an Start. Ich habe jetzt eine Netherite-Rüstung fertig. Fürs Erste bin ich erstmal zufrieden. Und ans Bauen muss ich ja machen. Und irgendwie mal vielleicht auch ans Eisengolem dezimieren, weil irgendwie sind die extrem viele dran. Wie viele Villager sind hier gerade drin? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ja, 6 Stück. Naja. So, Leute, zum Schluss einmal alles anziehen. So, auch komplettes Weso stehen. Und ja, ich weiß, Mending muss ich noch drauf machen. Aber das kann ich jederzeit jetzt mit Büchern machen. Dafür muss ich erst ein bisschen Sugar gehen farmen. Und ich denke mal, das machen wir jetzt im Stream. Leute, bis demnächst das Krachen. Ciao, ciao.